Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen jetzt zu einem neuen Part von Need for Speed Most Wanted. Ja, wir fahren jetzt noch die restlichen Rennen und dann können wir gegen Baron schon fahren. Wir fahren mal direkt die ersten Mautstelle. Die Mautstellen sind hier relativ einfach, weswegen ich hoffe, dass wir hier auch First Try jetzt alles gewinnen werden. Mal schauen, ist jetzt eine neue Aufnahmesession für mich. Muss mich wieder total an die Fahrphysik hier gewöhnen. Ich habe aber, glaube ich, vor keine andere Rennspiele eigentlich so richtig gezockt. Also, ne, Gran Turismo 5 habe ich schon mit euch gespielt, zusammen gestreamt, aber da machen wir ja die 5 nur B-Spec. Da gebe ich einfach nur die ganze Zeit irgendwelche Befehle, sage, yo, B-Spec-Fahrer, und das Senna heißt der B-Spec-Fahrer. Wow! Ja, fängt schon mal sehr gut an. Da gebe ich einfach nur Befehle und das war's dann auch schon. So fahren tue ich ja eigentlich so richtig bei Gran Turismo 5. Und das war ja super, ey. Natürlich kam in diesem Moment hier ein LKW. Ist das geskriptet? Bei Drake Rennen habe ich ja jetzt dank euch erfahren, dass die Rennen ja total geskriptet sind. Und ich glaube aber nicht, dass die hier, die Rennen hier, also so Malle-Rennen, Mautstellen-Rennen und so weiter, dass hier Verkehr geskriptet ist, das glaube ich nicht. Weil da müsste man halt viel programmieren, glaube ich, also nicht programmieren, sondern bei Dragon, die Rennen sind halt relativ kurz, da kann man den Verkehr so entsprechend auch gut anpassen. Und so eine Mautstellrennen, wie lange dauert so ein Rennen? 1,5 Minuten schätze ich mal, oder 2 Minuten sogar auch. Obwohl wir diesen einen Unfall gebaut haben, haben wir dennoch jetzt, eigentlich sind wir gut auf Zeit jetzt, 13 Sekunden plus. Oh, ich muss mich jetzt mal wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich wusste jetzt mal auch gar nicht, wo man hier Nitro drückt. Hier die B-Taste. Ich muss immer hier die Xbox-Symbol mir anschauen, weil ich kenne die nicht auswendig. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr halt auf unterschiedliche Plattformen zockt. Und meine Hauptplattform ist ja auch die PlayStation eigentlich. Nur nicht das Need for Speed Most Wanted gibt es nicht für die PS3, sondern nur für die PS2. Und ihr wolltet ja, dass ich ja die Xbox-Version spiele, also die Xbox 360-Version. Habe ich jetzt auch gemacht. Habe mir auch extra das Spiel gekauft. Und ich habe dafür 14 Euro ausgegeben, glaube ich. Also das ist, glaube ich, schon fast ein Sammlerstück, Most Wanted. Also bei Rebay kostet es definitiv irgendwie so 14 Euro. Ich habe da auch bei Amazon nachgeschaut, auch so hoher Preis. Also wundert mich ein bisschen, aber der Zustand von dem Spiel, was ich jetzt bei Rebay gekauft habe, soll jetzt auch keine Schleichwerbung für Rebay sein, aber der Zustand ist echt super. Also das Spiel sieht fast nie genau neu aus bei mir. Die CD ist auch kaum zerkratzt. Und ja, ich spiele es auf Xbox 360 mit CD, aber ich habe eine gehackte Xbox 360 und habe das Spiel auf meiner Festplatte gespeichert. Aber man kann das auch mit einer ungehackten Xbox 360 machen, wie ich vor kurzem erfahren habe. Das wusste ich gar nicht. Man kann ganze Spiele auf der Festplatte speichern. Das ist halt eine Funktion, die es bei normalen Xbox 360 nur auch gibt. Also kennt man ja keine gehackte Xbox 360. Gut, und ja, das meine ich ja. Mautstellen sind total einfach. 28 Sekunden Vorsprung. Super. Und. Oh, ja. Okay, du hast diesen Baron auf dich aufmerksam gemacht. Er will unbedingt gegen dich fahren. Also los. Ja, der soll sich jetzt ein bisschen noch Zeit nehmen, weil ich muss noch die anderen Rennen von ihm fahren. Und zwar die nächste Mautstelle auch schon. Wird ein kurzes Rennen wieder, glaube ich, hoffe ich. Ne, ich habe gesehen, gerade die Minimap. Ist schon relativ groß, die Map, also die Strecke. Und perfekter Start erwischt, jawohl. Mein Ziel ist es definitiv auch, das Fahrzeug von Baron auch zu kriegen. Weil der 9-Platzierte, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, der fährt ja in Evo und der wird richtig schnell sein, so wie ich gehört habe. Ihr habt mich da vorgewarnt und ich bin echt gespannt. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Ich meine, ich habe es als Kind auch geschafft. Ich habe als Kind Most Wanted ja durchgespielt vor 10 Jahren ungefähr. Und ich glaube, ich bin in der Lage auch, hier gegen die 9-Platzierten zu gewinnen, auch wenn wir jetzt nicht den Porsche haben. Also ich werde jetzt auch nicht extra das Spiel neu laden, falls wir sein Fahrzeug nicht kriegen von Baron. Baron. Baron hört sich besser an, wenn man es so ausspricht. Wenn wir es nicht kriegen, dann nicht so schlimm. Ich möchte aber dennoch halt sein Fahrzeug haben, weil ich habe mich jetzt umentschieden auch. Ich möchte hier, unser Meilenstein-Auto soll jetzt dieser X8 sein hier. Weil ich glaube, wenn wir jetzt wieder mit unserem Kobold fahren, dann haben wir wieder nur ein Spotifikator. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Und das links da an der Minimap drumherum, dieser Kreis, das ist beim Kobold jetzt auch
mal eins. Und ich glaube, der Wagen hier ist hier schneller und fährt sich auch ein bisschen angenehmer, ein bisschen besser. Deswegen ich auch dann, glaube ich, den Wagen hier als Kopffahrzeug nehme. Und dementsprechend werde ich auch dann unseren ersten Wagen verkaufen. Oh mein Gott. Aber wir brauchen dringend Geld. Wir haben ja nicht so viel Kohle. Oh. Das ist nicht gut. Ach komm. Der hat doch keine Ahnung. Es ist ja normal in Deutschland. So überholen wir immer. Die BMW-Fahrer vor allem. Jetzt Front an die BMW-Fahrer. Nein. Kein Front. Das war nur ein Scherz. Ist so halt. Ja. Ist halt so bekannt, dass die BMW-Fahrer ein bisschen mehr drängen als sonst. Also so habe ich das immer wieder gehört. Okay, das mache ich jetzt überhaupt nicht übrigens, dass ich verfolgt werde. Aber Mautstellen ist jetzt nicht so schlimm. Und da kommt der nächste Bulle auch schon. Ich möchte die am besten jetzt zerstören mit einem Verfolgungsstopper. Nur im Rennen sehe ich die hier nicht und ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt triggerbar sind, die Verfolgungsstopper. Das dritte Fahrzeug schon. Das geht ja richtig ab hier. Also wenn ich hier irgendwo einen Verfolgungsstopper sehe, dann werde ich den auch nutzen, definitiv. Aber ich bin mir relativ sicher, man kann die nicht hier aktivieren im Rennen. Oder vielleicht täusche ich mich auch. Oh, aber wir brauchen vielleicht sogar keinen Verfolgungsstopper, weil wir fahren jetzt gerade ein bisschen langsam. Das ist super. Und die ist auch weg. Ja, die haben mich verloren. Das ist sehr gut. Die sind einfach zu langsam. Haha. Okay, nehmen wir jetzt mal die Abkürzung. Ich hoffe mal, dass das jetzt kein Fehler ist, aber okay, das sieht gut aus. Und da ist wieder der nächste Kopfhörer. Ich bremse lieber sicherheitshalber hier und drücke sofort die Runtertaste. Ah nein, ich habe gedacht, wir können hier ausweichen, aber nein. Wie komme ich denn nach links? Dann muss ich, glaube ich, einmal die Seite wechseln. Und dann werden wir hier den Verfolgungsstopper direkt nutzen. Oh, wir haben da... Okay, ich verstehe. Der andere Kopf hat hier anscheinend den Verfolgungsstopper benutzt. Super. Sehr gut von denen. Ich kann ja hier nicht das abbrechen oder so. Und ich bin ja auch hier keine Verfolgungsstopper. Das ist das Blöde gerade. Da ist der nächste Verfolgungsstopper. Und ich habe natürlich... Ah ne, da ist noch einer. Gut. Ich dachte schon, ich hätte die Spur jetzt verpasst, aber nee. Nee, noch nicht. Jetzt bin ich Tankstelle geraten. Okay, da ist noch einer hinter uns. Deswegen drehen wir nochmal und vielleicht kann ich den ja auch so kaputt machen. Nee, kann ich nicht. Wir müssen aber jetzt nach links abbiegen und da den nächsten Verfolgungsstopper nutzen. Ich muss ein bisschen schneller sein als er. Und wo ist denn der überhaupt, der Verfolgungsstopper? Oh, Alter! Diesen Suizid gefeuert, ey, die Polizeifahrer. Warum wollte er wieder hier fast den Verfolgungsstopper benutzen? Da ist noch einer, habe ich gerade gesehen. Ich wechsle wieder die Richtung. Oh, da ist direkt ein Versteck. Wie komme ich da hin überhaupt? Ah, shit, ey. Ich dachte schon, wir können alle Rennen locker easy schaffen, aber nee. Vielleicht habe ich Glück und er findet mich aber nicht. Ja, super, das ist ja großartig. Warum wird es jetzt nicht getriggert? Ja, komm, wir warten dann halt 20 Sekunden länger jetzt. Vielleicht kann ich einmal kurz rausfahren, muss ich wahrscheinlich, und dann kann mir das hier... Nee. Ich habe, glaube ich, einen Bug gefunden. Das ist auch ein bisschen blöd, dass wir jetzt hier nicht schneller hier flüchten können, aber es ist, glaube ich, sicherer, dass wir jetzt hier bleiben. Und der Polizeifahrer, der sucht uns und sucht uns und sucht uns und wir... Er findet uns einfach nicht. Haha, weil wir so ein Fuchs sind. Delta 5, Tango 1, Echo 8. Echo 8, Tango 1, hahaha. Gut, wir machen jetzt einfach direkt weiter, auch wenn wir jetzt einen Zweifach-Duplikator haben. Jetzt ist die Gefahr groß, dass wir halt erwischt werden auch und, also nicht erwischt, sondern dass jetzt auch in diesem Rennen uns die Polizei verfolgt. Aber das ist halt prima Vorbereitung für als Kopffahrzeug dann, ne? Wenn wir dann halt Baron schlagen, hoffentlich in diesem Part noch, werden wir vielleicht dann im nächsten Part
den Wagen schon als Meilensteinfahrzeug nehmen hier. Das ist mein Masterplan dazu. Wir fahren jetzt hier wieder 3 Runden. Ich habe gar nicht auf die Distanz geachtet. Also wird vielleicht ein langes Rennen wieder mal. Und die sind super schnell unterwegs. Aber ich glaube, bei längeren Rennen sind die KIs ein kleines bisschen langsamer. Da hat sich Blackbox gedacht, komm, machen wir es nicht so für die Spieler so ein bisschen anstrengend, sondern ja, wir schrauben die Schwierigkeit ein kleines bisschen runter. Und das ist ja auch keine K.O.-Rennen, also ich kann ruhig auch letzter bleiben für die ersten 2 Runden, das mit ihm natürlich nicht. Oh, oh, das war ja mal ein Rambo-Hit von mir gerade gewesen. Ich habe den versehentlich jetzt einen Takedown abkassiert, ey, Alter, nicht schlecht. Wir können jetzt nicht die Abkürzung nehmen. Eieiei, wir sind aber schnell hier. Und wir können einen Porsche gewinnen, Alter. Porsche, jawohl, ja, ne? Komm in die Gruppe, sage ich da nur. Also wenn wir einen Porsche gewinnen, dann werde ich auch entsprechend das Video auch so benennen, so als Titel. Jawohl, ja, Porsche oder sowas ähnliches. Als Titelname mir ausdenken, ja. Perfekt. Alter Schwede. Wir brauchen Kohle halt, deswegen fahre ich auch die Rennen. Aber vielleicht, keine Ahnung, wenn ich jetzt für das Rennen hier 3 Versuche brauche, vielleicht überspringe ich das sogar auch. Weil wie viel kriegen wir jetzt nochmal pro Rennen? 6.000 oder 7.000 Prämie, was echt wenig ist eigentlich. Na, ich weiß nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Geld wir überhaupt jetzt aktuell haben. Muss ich mal gleich nachschauen. Aber bis jetzt ist die Polizei noch nicht da, beziehungsweise es kam noch keine Meldung von der eine da, dass sich jemand bei ihr gemeldet hat. Jo, 3-4 Raser unterwegs hier. Das wäre nicht so schön. Ich muss mir einen Speedbreaker wieder nutzen. Nur habe ich keine Ahnung, wo ich die jetzt nochmal besser nutzen kann. Ja, noch eine Sache. Ich wollte eigentlich die Stunt-Kamera deaktivieren. Habe ich ja letzten Part eigentlich beschlossen. Na, ihr kennt mich ja. Kurzzeitgedächtnis und habe wieder vergessen, ey. Muss ich, glaube ich, dann offscreen gleich nach diesem Part machen. Aber bis jetzt haben wir noch keine Sprungchance gesehen, beziehungsweise sind noch gar nicht gesprungen. Junge! Oh, der hat aber Notbremsung gerade benutzt, weil er gesehen hat, wie scheiße ich fahre eigentlich. Eieieiei. Also die letzten Rundkursrennen, das waren diese K.O.-Rennen, die waren relativ einfach sogar. Aber hier ist es wieder so. Ich glaube, K.O.-Rennen sind leichter als normale Rennen, weil da fliegt halt ein Gegner raus, ein potenzieller Gummiband-KI fliegt dann raus und dementsprechend sind die Rennen dann leichter, sobald weniger fahren oder so. Das ist so, glaube ich, meine Vermutung, warum die K.O.-Rennen ein kleines bisschen leichter sind. Also wenn ich dann hier Speedrunner ein bisschen und ich keinen Bock habe auf Rundkursrennen, beziehungsweise ich kann dann halt K.O.-Rennen fahren, also die sind, glaube ich, ein bisschen einfacher. Aber da müssen wir immer 3 Runden fahren. Okay, hier müssen wir auch 2-3 Runden fahren. Dennoch sind die Rennen halt ein bisschen einfacher. Und der hat einen Upa gebaut. Super! Ich habe noch den Typ vorher noch gar nicht benutzt, meine ich. Aber ich sehe auch jetzt keinen Nutzen. Also hier in diesem Rennen kann ich eigentlich jede Kurve normal nehmen. Komm, ich nutze jetzt einmal hier Speedbreaker. So, jetzt habe ich die Kurve ein bisschen sauberer getroffen auch. Ich glaube, ich werde den Speedbreaker nur nutzen, wenn ich springe wahrscheinlich, weil ich habe gemerkt, wenn ich Speedbreaker nutze und springe dabei gleichzeitig, dann lande ich viel, viel früher. Dementsprechend muss ich das dann auch jetzt so machen, nur sind wir noch 8 Uhr gar nicht gesprungen hier mit dem Wagen in diesem Part hier. Okay. So, ich glaube, jetzt ist gleich Endspurt, denn da ist auch schon das Ziel. Ich nutze jetzt hier auf jeden Fall jetzt Speedbreaker, komm, damit ich mir jetzt super sicher auch bin, dass ich hier die Kurve schnell nehme. Ich habe auch die ganze Vollgas gegeben und Victory, sauber, so geht das. Achtung,
Okay, da ist wieder die eine da, die sagt Achtung. Und wir fahren jetzt. Oh, Radarfall. Da bin ich auch ein bisschen vorsichtig. Da bin ich auch recht langsam, glaube ich, insgesamt. Perfekter Start, sauber. Ich würde auch schon gerne wieder mit dem X7 fahren übrigens. Ich mag X7. Sind wir ja auch mal in Underground 1 gefahren. Sind wir auch wirklich sehr, sehr lang gefahren. Ja, komm, bremst mich mehr aus, ey. Okay, nee, ich wollte schon was Schlimmes sagen. Aber nee, ich bin eigentlich kein Mensch oder kein Typ, der die ganze Zeit hier Beleidigungen vor sich hinwerft. Und ja, das sollte ihr auch eigentlich nicht tun. Wenn ihr auch jemandem böse seid, dann immer schön sachlich mit ihm reden dann auch und nicht die ganze Zeit Beleidigung herum. Egal, gut. Ich hoffe mal, wir sind schnell genug. Der Wolf ist auf Platz 2 mitgesehen und wir haben nur 7 km/h, sind wir langsamer als der Lolley. Oder die Lolley. Aber die sind ganz weit vorne jetzt gerade, merke ich. Das ist nicht gut. Ich möchte jetzt auch mal gerne hier. Komm. Okay, jetzt hab ich das optimal benutzt wieder mal. Oh, da haben die jetzt Unfall gebaut, glaube ich. Also die haben irgendwie ein bisschen Geschwindigkeit verloren. Okay, die nutzen jetzt schon Nitro, ich auch jetzt. Und? Jawoll! Das hat doch alles prima funktioniert. Also heute echt ein guter Part. Komm, wir haben jetzt zwar 16 Minuten und ich glaube, wir brauchen schon länger als 5 Minuten wahrscheinlich gegen Baron. Aber komm, wir fahren einfach jetzt mal gegen Baron jetzt. Oh, das sind auch ein Sprintrennen und ein Drag. Oh, Dragrennen habe ich am meisten Schiss vor, ey. Also Dragrennen kann sogar jetzt echt den Part überziehen, richtig krass. Und jawoll, da ist der Baron. Von Karosserie her finde ich den Wagen echt cool. Nur diese Flammenbinyls weiß ich jetzt nicht so genau. Bin ich nicht so ein großer Fan von. Und der Spoiler wirkt auch ein bisschen zu groß, finde ich. Aber das ist so ein Rennspoiler, so vom Rennfahrzeug, glaube ich. Ne? Muss ich mir mal genauer anschauen. Jawoll. Hat Intro wieder mal. Gut, come on! Ja, ein Spoiler ist definitiv ein kleines bisschen zu groß, finde ich, bei dem Wagen. Also, wenn wir den Wagen gewinnen, dann hoffentlich. Also hoffentlich gewinnen, dann werde ich den Wagen einen anderen Spoiler hinzufügen. Weil der ist ein bisschen zu groß. Eigentlich mache ich Riesenfaken. Dritten Taken. Vor allem, ich liebe den Wagen Superbird. Richtig geiler Wagen. Das ist ein Muscle-Car-Fahrzeug mit so einem riesen Heck-Spoiler, ey. Also richtig brutal, der Wagen. So, und jetzt sind wir auch schon Erster. Leider gibt es den Wagen hier nicht. Generell gibt es den Wagen auch in sehr wenigen Rennspielen irgendwie. Ich kenne den Wagen eigentlich nur wegen Gran Turismo. Gran Turismo 2 gab es den Wagen schon. Und in 4 und 5 und 6 und so weiter. Aber bei Forza Motorsport habe ich den Wagen noch nicht gesehen. Also, oh, ich dachte, wir könnten die zweite Abkürzung hier nehmen, weil die erste Abkürzung, wenn wir die nehmen, dann überschlagen wir uns höchstwahrscheinlich, deswegen ich da außenrum gefahren bin. Ach Mensch. Jetzt überholt er, hat er uns überholt. Jo, der hat die Kurve nicht getroffen. Super. Er behauptet ja, dass halt die Tuner keine Ahnung von Motorsport haben, beziehungsweise der ist mehr so der schlichte Typ halt, ne? Und er orientiert sich so mehr an den Rennsport, glaube ich. Und wenn er sich mehr an den Rennsport orientiert, braucht, muss er aber auch ein guter Fahrer sein. Ne? Habe jetzt davon nicht viel gesehen gerade. Okay, ich war auch die ganze Zeit blockiert wie jetzt gerade. Okay, ich glaube, gut, dass ich jetzt hier den Streakbreaker benutzt habe. Alter, der ist wieder schnell unterwegs. Eieiei. Aber der hat jetzt hier die ganzen Pylonen kaputt gemacht. Hat jetzt ein bisschen Geschwindigkeit verloren. Gut für uns. Ah, ich glaube, das war jetzt. Na, egal. Ich benutze echt viel Streetbreaker gerade, ne? Merke ich. Ah, Mist, der ist jetzt so weit vorne. Ich hoffe, dass er sich jetzt gleich überschlägt. Okay. Hm, der hat da irgendwie Geschwindigkeit verloren. Vielleicht bei der Landung.
hat er irgendwie Geschwindigkeit verloren. Ist so gut für uns. Und da ist eine Abkürzung, die nutze ich auch direkt. Ich war mal sehr vorsichtig, weil ich die Abkürzung gar nicht kenne. Okay, ich glaube, da sollte auch gleich das Ziel sein. Und ich werde jetzt definitiv jetzt Nitro ein bisschen sparen. Welcher Weg ist schneller? Komm, ich nehme mal den rechten Weg hier. Er nimmt die Abkürzung, aber ich weiß nicht, ob die Abkürzung wirklich schneller ist. Und jawoll! Ey, klappt ja wie geschmiert. Jetzt noch ein Drag-Rennen, da habe ich echt mega Schiss vor. Ich bin mal gespannt. Ah, ich habe keinen perfekten Start erwischt. Super. Ach Mann, ich habe vergessen, dass wir hier mit dem rechten Analogstick hier... Ah, okay, wir können eigentlich direkt neu starten. Ich habe voll vergessen, dass wir mit dem rechten Analogstick hier hochschalten. Das ist so dumm irgendwie. Okay. Bis jetzt waren die Gänge... Habe ich die Gänge gut optimal benutzt? Optimal geschaltet jedes Mal. Okay, wir sollten gleich das Ziel hoffentlich sehen. Oh, da ist das Ziel auch schon. Ey, das war ja doch einfacher als gedacht, ey. Nicht schlecht. 12.000 Prämie und jetzt hoffe ich mal, dass wir sein Fahrzeug gewinnen auch. Ich habe keine Ahnung, wo die Karte ist. Das weiß man halt einfach nicht. Zwei Symbole. Ich hoffe mal ganz rechts. Jawoll, das hat super funktioniert, ey. Und wir nehmen noch ein Leistungs-Upgrade teil. Sauber. Gut. Ja, dann haben wir Baron abserviert heute. Ein erfolgreicher Part, wie ich meine. Und das ist der Typ, genau. Blacklist 9. Earl, okay. Der fährt ein Evo. Dieser Typ stammt aus der Lower East Side von Rockport, macht heute allerdings die Küste unsicher. Er steht auf Importwagen und setzt alles daran, mal groß rauszukommen. Oh ja. Gefällt mir. Der Wagen ist auch, glaube ich, sehr ikonisch. Der ist auch, glaube ich, so ein... Ja, Fan-Favorite, der Wagen. Weil ich da auch bei Need Speed Heat, glaube ich, sehr viel Lackierung auch von dem Wagen gesehen habe. Und ja, der ist allgemein, glaube ich, relativ beliebt. Du hast die Top 10 geknackt. Ich wusste nicht, dass sie das an der Küste so fertig macht. Weiter so. Ich melde mich später. Jawohl. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao, ciao.